Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe mir einen Adventskalender mit Streuseln bestellt, der 125 Euro gekostet hat. Und zwar ist es der Superstreusel-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und ich habe mir gedacht, nicht kleckern, sondern klotzen, denn es gibt theoretisch auch noch die Möglichkeit, sich eine günstigere Version davon zu bestellen. Da habe ich mir gedacht, nö. Ich habe mir den für 124,90 Euro bestellt und der soll einen Warenwert von 150 Euro beinhalten. Schauen wir mal. Also ich habe schon das ein oder andere Mal Produkte davon in Boxen gesehen. Ich habe auch von euch mal selbstgemachte Adventskalender bekommen, wo ich die mit drin hatte und die sind sehr schön und sehr, sehr lecker. Es ist halt einfach, es sind Streusel, ne? Und ich bin mal gespannt, ob das Moped sich lohnt. Wir gucken einfach mal. Und solltest auch du Teil dieser Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Die Schubladen ziehe ich mal raus und stell die vor mich hin. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Oh, wir haben hier teilweise auch große Kläppchen drin. Mal gucken, was wir darin finden, ne? Also so sieht dann quasi der Umkarton aus. Das wird crazy. Und von innen sieht das unheimlich schön aus, ne? Also das ist wirklich Zuckerschock pur von innen und außen. Sehr wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Hier haben wir einmal den 1. Dezember und da ist ein unheimlich süßer Pinguin drauf. Und den kannst du sicherlich auch super weiter befüllen. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Oh ja, es startet schon direkt mit etwas, was ich kenne. Das ist der Winterwirbel Zuckerstreusel-Mix mit Schokoladenkugeln. Da sind 55 Gramm drin. Das sieht sehr, sehr hübsch aus und ich glaube, es macht wenig Sinn, dass ich euch die Verpackung so zeige. Ich glaube, so kann man es noch besser sehen, was da so drin enthalten ist, ne? Wir haben hier sowohl grün als auch rot, als auch weiß, als auch silber drin. Und das ist dann auch so mit, wie heißen die Dinger? Zuckerstangen und mit Tannenbäumchen. Das ist schon sehr, sehr süß, ne? Ja, muss ich wirklich sagen. Und ich bin auch gerade parallel hier Instagram live-mäßig unterwegs, deswegen zeige ich hier manche Sachen etwas tiefer auch nochmal in die Kamera rein. Wenn ihr mir gerne auch auf solchen Sachen folgen möchtet, schaut bei Instagram vorbei, da gehe ich manchmal live und packe mit euch zusammen die Adventskalender aus. Dann kann ich nämlich auch immer wieder so eure Reaktionen direkt live mitbekommen und die dann vielleicht auch ein bisschen mit einbauen. Mal gucken. Der 2. Dezember hat hier eine Zuckerstange vorne drauf und ich glaube, bei diesen eckigen Sachen haben wir überall auch diese 55 Gramm Streusel drin, ne? Also im Prinzip ist es ja vollkommen Pelle, wie die aussehen. Klar, du kannst es halt entsprechend anders zum Dekorieren verwenden, aber die schmecken ja eigentlich alle irgendwie gleich. 55 Gramm sind von den prächtig Pastellstreuseln hier drin enthalten. Auch hier wirklich eine sehr, sehr schöne Mischung mit wunderschönen pastelligen Streuseln. Die sind so gold und hellblau und pink und weiß und hübsch und magig und mint. Das ist schon süß. Also zum Backen animiert der Adventskalender, glaube ich, sehr. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und ich hätte nicht gedacht, dass wir hier auch so große Sachen drin haben. Doch natürlich, wie geil. Ja, super Drip, übertrieben schön. Das ist so eine Lebensmittelfarbe, ne? 130 Gramm. Eine farbige Fettglasur für Süßwaren. Da kannst du halt quasi auch so eine Schrift damit machen. Das ist natürlich mega nice. Also das finde ich wirklich cool und das ist ein Grün, was halt auch sehr, sehr gut jetzt passt dann für die Weihnachtszeit, wenn man dann so Cupcakes macht oder so Kuchen oder so Kekse und dann kann man das drauf machen. Ich muss mich mit sowas noch ein bisschen bekannt machen, weil ich verwende sowas halt super selten, ne? Aber jetzt habe ich selber ein kleines Kind und ich glaube, der freut sich wie Bolle auf sowas. Wobei wir noch nicht so wirklich bei Süßigkeiten und Süßspeisen angekommen sind. Hier haben wir die Nummer 4. Da ist ein Schneemann drauf. Wie süß. Haben wir hier auch Schneemänner als Streusel. Oh, es ist auf jeden Fall Rudolf hier mit dabei. Also ein bisschen Rentier, Gold. Oh, Frohes Fest heißen diese Streusel. Auch da natürlich 55 Gramm drin enthalten. Und so schauen die Streusel dann entsprechend aus. Das ist wunderschön, muss ich wirklich sagen. Also das ist, ne, schon cool. Wie viel möchtest du dieses Jahr backen, Claudi? Ja. Einen Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember und da haben wir einen Nikolausstiefel drauf. Oh, das ist die wilde Welle und da sind 55 Gramm drin enthalten. Und ja, so schaut das dann einmal aus. Hier sind das eher so blau in unterschiedlichen Blautönen, ne? Und weiß mit dabei. Das ist schon schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe eben im Chat auch die Nachfrage bekommen, ob man das alles so aufbrauchen kann. Kommt wirklich drauf an, ne? Wie sehr man und wie krass man so backt. Ich glaube, die Backmäuse, die richtig krass essen, die werden das safe aufbrauchen oder halt übers ganze Jahr, weil das ist ja ewig und 3 Tage haltbar. Also das ist ja nicht morgen abgelaufen gefühlt. Wo steht das eigentlich? Bis 1.4.2026, ne? Das ist noch über ein Jahr haltbar. Also da hast du mindestens ein Jahr Backspaß mit. Und wenn du das jetzt schon auspackst, 1,5 Jahre. Nikolaus, der 6. Dezember, ist lang und schmal. Da ist bestimmt so eine,
Ich weiß nicht, wie das nett heißt. Nein, das ist noch was anderes. Das ist ein Pinsel, womit man dann sein Backblech zum Beispiel einfetten kann oder Backform oder so. Das ist schön, von Superstreusel selber, in so einem schönen Pastelllila. Das kann man auf jeden Fall machen, ne? Wir brauchen sowas tatsächlich auch öfters mal. Das letzte hat Julius, glaube ich, gemopst und nicht wieder zurückgebracht. Ich weiß nicht, wo unser letzter Pinsel gelandet ist, deswegen freue ich mich darüber. Der 7. Dezember, hier haben wir einen Weihnachtspulli vorne drauf. Ja, hier haben wir auch, eine schöne Streuselmischung drin, eine Flöckchenfete. Okay, ja, ich finde diese Bezeichnung auf diesen Streuselsachen sehr, sehr nice. Also mir gefällt es wirklich sehr, muss ich sagen. Und das ist wirklich eine komplett kunterbunte Mischung, ne? Also da haben wir alles mögliche an Farben mit drin. Wir haben Sternchen, wir haben hier Kugeln in unterschiedlichen Größen. Wir haben normale Streusel, wir haben durchsichtige Streusel, wir haben grün, gelb, blau, lila, rot. Wow, mega. Die Nummer 8 darf machen, das ist Krach. Da hat Sammy Geburtstag. Ein Bärchen mit einem Schal ist darauf abgebildet. Und hier ist wirklich was Großes drin. Oh, was bist du? Superglasur, Bordeaux Glimmer. Oh, schön. Das sind 175 Gramm, kannst du halt super einfach mit dem großartigen Pinsel, den wir eben auch schon drin hatten, dann auf den jeweiligen Backwaren verteilen. Das finde ich schön. Ne? Das rührt man sich dann ja, glaube ich, mit Wasser an. Ja. Und dann kann man das drauf pinseln. Das finde ich schön. Hier ist auch noch, genau, 4 Teelöffel Pulver mit einem Teelöffel Wasser. Und dann kann man damit alles Mögliche glasieren, was einem unter die Finger kommt. In der Nummer 9 dürfen wir uns, glaube ich, auch wieder über Streusel freuen. Denn da haben wir die Superkraft drin enthalten mit 55 Gramm. Das sieht auch ein bisschen aus wie diese klassischen Superheldenfarben, die man so kennt. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass wenn Julius Geburtstag hat, dass wir da irgendwie so ein bisschen Muffins machen, die auch genau diesen Style haben, ne? Dass man so ein bisschen in diese Superheldenschiene geht. Apropos Superhelden, da habe ich doch gerade den Code Super Claudi bei Dalton. Passt jetzt nicht thematisch so gut hierzu. Aber wenn ihr möchtet und auf der Suche nach guter Skincare seid, schaut gerne bei Dalton vorbei. Geht nur noch bis morgen, bis Sonntag, ne? Ende Sonntag, Ende, also Sonntag 23.59 Uhr quasi. Genau, da ging es auch um Superhelden bei dem Launch, was ich ziemlich cute finde. Aber da waren die Farben nicht rot, gelb und blau. Wobei, doch auch irgendwie, ne? Ich guck mal da hinten hin, da stehen die Boxen nämlich. Hellblau. Gold? Doch, schon. In der Nummer 10 darf es wieder mit einem Nikolaus-Schuh weitergehen. Und hier haben wir etwas Größeres. Oh, cool. Etwas Größeres drin. Das sind gutes Launchen. Zarte Schoko- und Knusperkugeln. Da sind 80 Gramm drin enthalten. Die kannst du sicherlich auch irgendwie zum Verzieren verwenden oder wie auch immer. Ich würde die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wegsnacken, weil dafür sind die sicherlich zu teuer, ne? Aber ich finde es schön. Ich überlege auch immer, wo ich mir so einen Adventskalender gut vorstellen könnte. Wo könnte man sowas auspacken, dass auch wirklich alles daraus verwendet wird? Hier habe ich jetzt den 11. Dezember die erste Schnapszahl. Vielleicht in einem Kindergarten oder in der Grundschule, dass wenn man wirklich 24 Leute in der Klasse hat oder weniger, dass jeder das so aufmachen kann, weiß ich nicht. Hier habe ich am 11. Dezember gemischte Tüte drin enthalten, wieder mit 55 Gramm. Und ja, das sind hier einmal die Streusel. Das sind halt so lilane und blaue und orangene. Das ist schon hübsch. Auch in unterschiedlichen Größen haben wir die drin enthalten, ne? Ja, das ist wirklich ein bunter Mix. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, es wird ja immer größer. Brezelkugeln. Knuspriger Brezelkern, umhüllt von leckerer Schokolade, 52 Gramm. Und das ist halt in so einem klassischen Braun und Weiß und Dunkelbraun gehalten. Ja, das ist schon schön. Kann man machen. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt zum Verzieren gedacht, oder? Dafür sind die viel zu groß. Oder man macht die irgendwo sehr präsent so mit rein. Mal gucken, wo wir die so integrieren werden. Ich weiß gar nicht, wir hatten mal so eine Plätzchenmühle. Vielleicht sollten wir die mal wieder reaktivieren. Der 13. Dezember. Zicki zacki habe ich hier drin. Und das sind auch wieder diese 55 Gramm. Und da gehen wir eher so in die grüne Richtung. Finde ich sehr, sehr hübsch. Also, ne? Grün und Gelb und Blau. Definitiv ein schöner Farbmix. Und da sind auch Herzchen mit drin. Das ist schon schön. Kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß gar nicht, ob online der Inhalt auch zu sehen war. Der 14. Dezember. Wunderland. Ein Zuckerstreuselmix mit Schokoladenkugeln. Und das ist in so einem Pink und Weinrot und Gold mit dabei. Das finde ich persönlich von den Farben her sehr mädchenmäßig. Also da stelle ich mir vor, dass man so ein Prinzessinnenschloss oder so damit dekorieren kann, wenn man sowas irgendwie backt. Ne? Genau, sehr süß. Der 15. Dezember, super Dinger Weihnachtsbande, 19,9 Gramm. Hühnereiweißpulver und Zucker sind hier vor allem drin enthalten. Oh, das ist süß. Das muss aber eigentlich eingepackt bleiben. Aber dann kann ich es euch nicht zeigen, ne? Wir packen das jetzt aus.
Wir haben hier tatsächlich sogar nicht nur eine Riege, sondern zwei Riegen mit dabei. Das sind einmal hier so Lebkuchenmännchen und Zuckerstangen und dann haben wir hier oben Geschenke und Schneemänner. Das ist natürlich super süß. Ja, ich darf tatsächlich die ganze Zeit nicht vergessen, dass ich für diesen Adventskalender 125 Euro ausgegeben habe. Das muss ich immer wieder im Hinterkopf behalten, denn ich schmilze gerade tatsächlich innerlich. Ne? Ich finde das unheimlich schön, was ich hier in meinen Händen halte. Ich feiere das total, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich schon irre aufs Backen. Aber es ist natürlich ein teurer Spaß. Der 16. Dezember hat ein Herz drauf. Und hier sind auch, sehr schöne Streusel drin. Die Mischung nennt sich Durch die Blume mit 55 Gramm. Und hier haben wir auch ganz viele Blumen drin. Und das ist so rosa und so, ist das dunkelorange? Ja, es ist ja nicht klassisch gelb und es ist auch nicht gold. Ja, und weiß haben wir hier mit drin. Das ist wirklich hübsch. Das ist eine schöne Mischung, die so ein bisschen an Frühling erinnert. Ach so, und nur drei von einer Sorte werde ich jetzt bei diesem Adventskalender natürlich nicht monieren. Ne? Also das wäre ein bisschen crazy. Der 7. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend. Waldrascheln, wie süß. Ja, hier sind auch Streusel wieder drin enthalten. Und die sehen sehr, sehr erwachsen aus, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Halt dieses Blau mit dem Grün und dem Gold mit dabei. Das ist schon eine schöne Farbmischung. Die kann ich mir wirklich vorstellen, dass wenn mein Freund zum Beispiel auf Arbeit einen auf seinen Geburtstag ausgeben würde und irgendwas backen würde, dass er sowas verwenden würde. Weil hier haben wir keinen klassischen Goldton mit dabei, sondern das ist ja eher so kupfermäßig. Ich finde es hübsch. Und Petrol und Grün und das schimmert aber alles irgendwie. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier befindet sich der 18. Dezember. Super Glitzerpuder Bronze. Oh mein Gott, hier sind 10 Gramm drin enthalten. Lebensmittelpuder mit Glimmereffekt. Oh, du kannst dann wirklich alles einfach in Glitzer tauchen. Das finde ich schön. Ich hatte sowas noch nie. Ich glaube, das ist in der Küche eine Megasauerei. Aber ich glaube, das ist cool, oder? Weiß ich nicht. Ich denke schon. Die Nummer 19 kommt hier auch wieder mit einem Lebkuchenmann um die Ecke. Und hier haben wir Frisch und Fröhlich drin. Ach, diese Bezeichnung. Dieser Adventskalender wickelt einen schon so ein bisschen durch seine Niedlichkeit um den Finger. Muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Es ist kunterbunt und wunderschön, finde ich. Freche Menschen würden jetzt sagen, so langsam wird es langweilig, weil wir ganz schön viele von diesen Streuselmischungen schon hatten. Aber trotzdem, ich wusste schon so ein Stück weit, worauf ich mich einstellen kann. Hier sind auch so Sternchen mit drin und Kügelchen und Stäbchen, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier scheinen wir am 20. Dezember auch wieder welche von den größeren Deko-Kugeln drin zu haben. Die Zauberwelt XL-Knusperkugeln. Wow, die sind echt riesig. Das finde ich auch schön. Ja, das ist so ein Pastellblau mit Kupfer mit dabei, würde ich jetzt so mal tippen von der Farbe her. Finde ich hübsch. Sind 60 Gramm drin enthalten. Ach, guck mal. Nee, da sind auch noch verschiedene Farben drin. Nicht nur unten gucken, Claudi. Das ganze Ding ist auch noch mit verschiedenen Farben unterwegs. Auch hier, ne, natürlich meine Überlegung, wie kann man das am besten so machen? Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Aber ich lasse mich da inspirieren von Backbüchern oder so. Dazu kann man auch definitiv super mal im Pelletier-Verlag vorbeischauen. Denn da hat Danny doch damals auch mal ein Backbuch zusammen rausgebracht mit seinem mittlerweile Mann Maxim, oder? Ich meine, dass es da auch Backbücher gibt. Finde ich sehr interessant. Die Nummer 21. Hier haben wir ganz abgefahrene Streusel drin. Nachtschwärmer. Die passen ja zu mir sehr, sehr gut. Ne? Ich bin ja auch so ein Nachtschwärmer. Jetzt gerade drehe ich auch irgendwie um 10 Uhr abends und es ist noch nicht ein Ende in Sicht hier. Hier haben wir schwarze Streusel drin, wir haben aber auch hellblaue drin enthalten und ein paar weiße Sternchen und auch goldene Sternchen. Das ist schon süß. Also, ne, sieht alles sehr süß aus, sehr hübsch aus, sehr ansprechend. Die zweite und letzte Schnapszahl ist der 22. Dezember. Von der Form und der Gewichtsgeschichte her hätte ich nochmal auf so eine Lebensmittelfarbe getippt. Yo, übertrieben schön, super Drip haben wir hier auch wieder eine 130 Gramm Tube mit so einer farbigen Fettglasur für Süßwaren. Wobei so farbig ist diese hier jetzt ja nicht. Das ist ja einfach ein klassisches Weiß. Aber ich glaube, in Kombination mit dem Grün haben wir hier sehr schöne Möglichkeiten für unsere Weihnachtsplätzchen. Und dann noch so ein bisschen halt so diese Kügelchen da, die Streusel drauf machen. Ich glaube, das kann schön werden. Ein Tag vor Heiligabend habe ich den 23. Dezember und hier vermute ich natürlich auch richtig schön weihnachtliche Streusel. Da haben wir Freudentanz. Ja. Das ist, hier geht die Party ab, ne? Das ist so richtig Mädchen-Style, würde ich mal sagen. Also für mich persönlich sind die Farben Mädchen-Style. Denn wir haben da so ein dunkles Pink mit drin und auch ein Rosa. Wir haben hier auch so ein bisschen Gelb mit dabei, gelbe Sternchen und ein bisschen silberne Kügelchen.
Wir haben noch zwei Boxen vor uns, Heiligabend und eine riesige Überraschungsbox. Vielleicht ist das ein Rezeptbuch, das würde ich ja hart feiern. Genau, dann schauen wir jetzt erstmal in den 24. Dezember, richtig schön groß. Was ich mir hier vorstellen könnte, wäre zum Beispiel so eine Spritztube oder so. Weiß ich nicht, von der Größe her zum Beispiel, so gedacht, ne? Nee, das ist eine Backmatte, die super Backmatte. Das macht deine Backmatte so super. Hitzebeständig, spülmaschinenfest, wiederverwendbar, robust und rutschfest. 42 cm mal 28 cm. Ja, das passt. Thematisch passend, ein Highlight, weiß ich nicht. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ne? Ist auch schön bunt, hat Sternchen und Punkte außen drumherum. Es ist ein süßes Teil, aber für mich jetzt nicht so das ultimative Highlight von so einem Adventskalender. So, jetzt kommen wir mal zu so einem Ultratürchen, was hier auch mit drin ist, wo ich echt mich freuen würde, ein Backbuch drin zu finden. Das wäre richtig cool. Und dann könnt ihr natürlich jetzt nach dem Unboxing wissen, ob man das vorher oder nachher aufmachen sollte. Es ist kein Buch. Das ist eine super Backmischung für Plätzchen. Schnell, knusprig, einfach, lecker. Ja, okay. Als Goodie mit dabei, ne? 300 Gramm sind hier drin enthalten. Weiß ich nicht, ob man das dann quasi... Wahrscheinlich würde ich empfehlen, das auch mal aufzumachen, bevor man den Adventskalender öffnet. Weil das ist ja das, was du quasi dann ja entsprechend verzieren kannst mit den ganzen Sachen, die hier drin enthalten sind. Finde ich irgendwie merkwürdig, dass die hier nicht einfach noch eine Zahl drauf gepinnt haben. Also das hätte ich cool gefunden. Oder sowas in eine 24. Es ist irgendwie komisch, oder? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich da mega drüber, weil das kannst du ja wahrscheinlich selber total easy auch mit 100 Gramm Butter und einem Ei zubereiten. Yo, ich glaube, die wird sehr bald hier auch mal ausgetestet werden. Und dann backe ich meine Plätzchen. Und werde euch auf Instagram wahrscheinlich mitnehmen. Wir haben jetzt hier einmal den kompletten Adventskalender ausgepackt. Und ich finde auch, dass die Produkte, die drin enthalten sind, wirklich toll sind. Sie animieren einen zum Backen. Und ich glaube, das macht auch einfach Spaß, ihn auszupacken und auch die Produkte nachher zu verwenden. Ich finde, dass er auch wirklich so gut wie jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und auch diese Kreativität in den Leuten hervorruft, die ihn auspacken. Ne? Ich persönlich finde einfach, dass 124,90 Euro ein bisschen zu viel für den Adventskalender ist. Ich persönlich hätte gesagt, dass die maximale Obergrenze für diesen Adventskalender, wie er hier so steht, 100 Euro gewesen wäre. Also, dass man sagt, komm, für 99,90 Euro kann man den kaufen, hat Produkte im Wert von 150 Euro. Das wäre einfach angenehm. Das wäre schön für den Konsumenten, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Für alle Backfreunde wahrscheinlich auch einfach ein tolles, ne, Erlebnis gewesen. So ist er einfach ein paar Euro zu teuer. Und das finde ich sehr schade, denn er kommt so liebevoll daher. Er kommt so schön daher mit dem Design, mit den Produkten, mit den Produktnamen. Man hat die Möglichkeit, das Sortiment ein bisschen auszuprobieren und sich jedes Mal darüber zu freuen, wenn man halt die bunten Streusel verwendet und in Einsatz bringt. Aber ne, dieser Preispunkt ist halt wirklich eine Sache, der tut schon weh. Der tut schon weh, der Punkt. Ja, passt. Ne, wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns super gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.